Ja. An dieser Stelle ja. Begrüßen wir Else Röhl! Ja, die Gute hat uns jetzt gezeigt, was passiert, wenn einem das Botox ins Gehirn läuft. Ne? Ja, ich muss jetzt mal noch was sagen. Wir haben heute Geburtstagskinder hier. Und die heißen Sarah und Marc. Ja, ich hab das nicht vergessen. Ich bin alt, aber so alt auch wieder nicht. Ne? Sarah und Marc, bitte einmal aufstehen. Bitte. Ja. Ja, man hat mir gedacht, Sarah und Marc, da habe ich gedacht, ihr wärt zusammen, aber war wohl nichts. Ne? Ja, ne? Aber das ist ja so toll. Und dann haben wir noch. Nur weil die nicht nebeneinander sitzen, heißt das doch nicht, dass sie nicht zusammen sind. Ach so, dann sind sie in Kognito-Beziehung hier, ja. Genau. Ja. Und dann haben wir noch ein drittes Geburtstagskind. Ja, unseren lieben Herrn Tuntenretter. Ja, komm, aufstehen, 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 komm. Na, gib mal die Kamera weiter, ne? Ja, das ist doch mal so rein. Das finde ich so toll. Also, Geburtstagskinder heute den ganzen Abend stehen bleiben. Genau, ja, den ganzen Abend stehen bleiben und die Nacht mit mir verbringen. Ja, aber ist eine Lüge. Ja, deshalb haben die das Vorzelt von ihrem Karawan angezogen. Ja, genau. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass ihr hier seid. Und bis zum nächsten Geburtstag. Ihr kriegt ein kaltes Getränk eurer Wahl von uns. Genau. Und wir singen jetzt alle noch einmal ein kurzes Ständchen, und zwar Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Markus Barhaus und Tuntenretter. Happy Birthday to you. Vielleicht kann der Adrian gleich mal losziehen und die drei Fragen, was er jetzt trinken. Wir laden euch ein. Auf ja, jetzt weiß ich auch, was du mit diesen Blumen vorhast. Ne? Ja. Oh, das ist aber hervorragend. Ja, schön. Oh, da hast du aber dumm gemacht, weil er. Meine Damen und Herren, und da kommt's raus. Else Röhl ist des Tuntenretters Mutter. Ja, das ist wie mein Parfüm. Nicht in das Mikrofon rotzen. Das ist neu. Ich wollte einfach. Auch nicht den Mömmes da reinschmieren. Wen reinschmieren? Das sag ich ihm jetzt nicht nochmal. Ja, dann kriegen Sie endlich mal den Überhobel, ne? Ja, genau. Und weil heute Geburtstag ist, habe ich mir gedacht, für die schönen und nicht ganz so schönen Menschen. Ach, für mich? Danke. Der fühlt sich immer angesprochen. Ne? Das liegt übrigens daran, dass mein Ton immer so durch den Mittelgang kriecht und bei eben oben gleich ins Spielen. Genau. Ja. Aus der Mitte entspricht ein Ton. Manchmal dauert es ein bisschen, aber. Ne? Ja, also ein wunderschönes Lied. Da brauche ich aber meinen Stuhl. Ne? Oh nein! Ja, nein, ich meine jetzt. Ja, ich weiß, der alte Witz. Ne? Ja. Hat der Arzt gesagt, bringen Sie den Stuhl mit. Ja. Ein wunderschönes Lied, My Funny Valentine. Ja.